Und morgen geht Hansa Rostock in das Spitzenspiel gegen Magdeburg. Und das wird sicherlich nicht so einfach, denn Magdeburg hat zu Hause natürlich seine Fans hinter sich. Für Hansa Rostock dann wohl ganz sicher im Tor ist Jannis Blaswig. Von einer preiswerten Alternative hatte ja noch Trainer Dotschev gesprochen vor Saisonstart, als er die neue Nummer 1 da präsentiert hat. Wir haben den Schlussmann vor Ort getroffen und natürlich auch an einem anderen Ort, wo er sein Hobby auslebt. Dort, wo er ebenfalls Konzentration braucht. Mal kurz den Verkehr regeln. Jannis Blaswig bei seinem ersten Ausflug zu Wasser in Warnemünde. Ein Steuermann, genauso wie im Hansa-Tor. Blaswig wieder da. Baumann und Blaswig. Wahnsinnsreflex. Würzburg besser, aber Hansa hat ihn hier im Kasten. Unglaublich. Und nochmal Blaswig. Ich sehe es jetzt nicht so spektakulär, weil ich bin Torwart, ich bin da, um Bälle zu halten. Und ich bin natürlich froh, wenn ich mich auch mal ein bisschen auszeichnen kann. Aber wenn die erste Aktion dann schon eine gute ist und einfach stimmt, dann kann man aus der Aktion eigentlich schon eine Menge Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, für die ganze Partie mitnehmen. Und das pusht natürlich auch, das pusht auch die Mannschaft. Blaswig kommt von Borussia Mönchengladbach. Dort hat er die Jugendteams durchlaufen. Eine schwere Verletzung hat ihn vergangenes Jahr schachmatt gesetzt, bis er die Chance in Rostock bekam. Mitgebracht hat er Yorkshire Nino. Seine freie Zeit verbringt er am liebsten am Wasser. Und seit 5 Jahren ist er vergeben. Freundin Nadine folgte ihm nach Dresden und jetzt nach Rostock. Es ist auch für mich persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich da so einen Halt an meiner Seite habe. Und dass sie die Wege auch mitmacht. Und was jetzt ja auch in Rostock angeht, hat sie sich mit meiner Familie um den Umzug gekümmert. Da musste ich auch keine Hand rühren. Und trotzdem, für Gemütlichkeit fehlt die Zeit. Spannung aufbauen, nächstes Spiel wieder gute Reflexe zeigen. Auch im Blitzinterview, für das er das Steuer kurz abgibt. Schuhgröße? 46. Surfies? Ja, ist ein Trend im Moment, ja. Mache ich gerne mit. Also wenn da ein paar Fans sind, die Selfies haben wollen, die Fotos haben wollen, bin ich immer für zu haben. Ja. Sünde? Tue ich auch mal sehr gerne. Ein paar Süßigkeiten essen, das sehe ich eigentlich als Sünde. Gehört aber auch dazu fürs Wohlbefinden. Carsten Kammlott. Der Schütze zum Tor des Jahres 2015. Erfurts Kammlott trifft gegen Jannis Blaswig, damals im Tor für Dynamo Dresden. Ja, sehe ich mich leider immer wieder, wie ich den Ball reinbekomme, aber das gehört dazu als Torwart. Ja. Jetzt ist er 26. Bei Hansa Rostock die unumstrittene Nummer 1. Das große Ziel jedoch bleibt die Bundesliga. Ja, also das Torwart kann ein paar Jährchen länger als die Spieler, wenn man sich gut hält. Ja, aber ich bin da nicht so verbissen, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt in 2 Jahren Bundesliga spielen und das klappt dann erst in 3, dann bin ich auch nicht enttäuscht. Blaswig hat Lust auf mehr und auf größere Boote. Den Führerschein dafür will er demnächst angehen. Definitiv. Also da habe ich einmal Blut geleckt jetzt gerade. Ein bisschen mit Speed gefahren, das macht schon Laune, ja. Ja, wir drücken natürlich ganz doll die Daumen.